Ich bin so gut, ne? Ich bin so gut. Hardway Kid Shawn Michaels. Also ich kenne die Story wirklich nicht mehr, ne? Aber das, der passt dazu. Weil der war auch wirklich der DX, der ist immer so ein bisschen... Also das hat eigentlich immer mal gut gesagt. Also der wird eigentlich oft ausgebucht, also gerade auch in der Zeit, ne? Weil er halt viel Scheiße gebaut hat und viel Böse gemacht hat. Aber der wird ausgebucht, während die Leute aber dabei lächeln, während des Booms. Und das ist halt... Das kann nicht jeder, ne? Ist halt ein unglaublicher Charismat. Kann auch wirklich lange Matches machen und alles. Also ist eigentlich wirklich ein sehr guter Wrestler. Er ist zurück und er ist zurück in Weiß und Schwarz. HBK ist zurück und die WWE und er, was? Achso, er ist zurück in der WWE. Er sieht so aus, als sei er in einer großartigen Form. Ich bin froh, ihn zu sehen im Ring nochmal. Aber warum sollte er der NWO beitreten? Ich wundere mich über die gleiche Sache. Das war ein erderschütterndes, eine erderschütternde Ankündigung. Hey, ich bin zurück. Das Hardway Kid ist zurück in der WWE. Ich weiß, dass sich jeder wundert, warum ich der NWO beigetreten bin. Wenn du aber wenn ihr darüber aber ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist es jetzt nicht so schwierig herauszufinden. Also, von jetzt an wird die NWO über die WWE bestimmen. Ohne Gnade. Ah, der ist ja schon zurückgekehrt, ne? Aber damals halt auch mit der... Nee, das... Aber wann war das denn? Ach so, genau, als sie, als Ric Flair und Vince McMahon sich hier so gefetzt haben. Stimmt. Da ist auch schon zurückgekehrt. Was aber auch interessant ist, ne? Triple H ist ja auch schon zurückgekehrt. Aber da haben wir noch gar nichts drüber gehört, ne? Der ist einfach da und das war's. Punkt. Ich habe noch nie ein Match von dem gesehen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wofür das aufgebaut worden ist. Na gut, dann werden wir auf jeden Fall mit der Karriere noch ein bisschen beschäftigt sein. Ich weiß niemals, wo der ist. Oh, Rob Van Dam, der ist aber. Die haben jetzt aber ordentlich Punkte gekriegt, oder? Der Rock ist echt weit runtergerutscht. 99, 98. Wo ist denn Triple H? Da, bei. Ach, der ist bei uns, bei War, okay. Ne gut, das war's auf jeden Fall heute erstmal für die Karriere. Da haben wir, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen was zu erledigen, ein paar Monate. Wahrscheinlich ziemlich genau 12. Ich würde jetzt aber gerne erstmal die andere Sache erledigen. Gucken, ob ich das noch schaffe. Wir haben ja schon 2 Uhr. Ah, es ist ätzend. Das ist ein bisschen ätzend. Ja, mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Wenn es eine halbe Stunde ist, wäre es kacke. Ja, ist okay. Danke, danke, danke. Zehn Minuten wären nur in Ordnung. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, ey. Also nämlich einmal in den Exhibition-Mode reingehen, dann im Bereich Special, ne? Und dann haben wir hier nämlich irgendwo Slobberknocker, genau. Das kennen wir auch schon aus dem dritten Teil. Da mussten wir, glaube ich, 30 oder 40 Charaktere rausschleudern. No Limit. Okay. Im Endeffekt müssen wir da jetzt nämlich 100 Leute rauskloppen. 70 ist der momentane Rekord. Ich würde aber gerne meinen eigenen Charakter natürlich dafür nehmen. So. Ich habe nur keine Ahnung, wie lange das dauert, ne? 100 Leute hier rauszuballern. Warten wir es mal ab. Also im Endeffekt, die halten bei weitem nicht so viel aus wie in richtigen Matches. Also ich muss die jetzt nicht hier bis zum Ultimo kaputt prügeln. Sondern ich glaube bei, ich überlege gerade, wie war das denn? Beim dritten Teil hat er, glaube ich, sogar so direkte Pingriffe gereicht. Also einmal kurz schlagen, dann direkter Pingriff und dann war fertig. Ich habe auch 5 Finisher frei, das ist sehr gut. Vielleicht reicht das schon aus. Schauen wir mal. Nee, hat noch nicht ganz gereicht, okay. Nein! Verflucht! Komm! Gib auf! Oder halt jetzt doch so viel aus wie richtig. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich werde mich jetzt viel auf meinen Northern Light Suplex verlassen. Guck, wie viel er hergibt. Bums. Bin doch auf jeden Fall. Walkway gibt's nicht, das ist sehr gut. So, der erste ist schon mal weg.
So, der nächste bitte. William Weagle. Schön, dass die Musik auch kurz ertönt. Gucken, vielleicht reicht das schon. Nee. Ah, leider nicht so. Die hält noch mehr aus, als ich mir wünschen würde. Der Pinker frei, du Sau! Ich bin da zu optimistisch. 100 ist das natürlich schon viel jetzt, ne? Zack! Ich muss da noch ein bisschen Gefühl für kriegen. Man muss einfach vielleicht immer Finisher mit dem machen. Das kann natürlich auch sein. Kabums! Ach, K.O. Okay, gibt's auch. Alles klar. Schön. Der nächste her. Ach, du bist. Ich habe mir aber erwischt. So ein bisschen. Gib auf, gib auf, gib auf! Gib auf, gib auf, gib auf! Ich hab gesagt, gib auf! Du Sau! Will er nicht, ne? Machen wir den hier einmal. Vielleicht reicht das ja jetzt aus. Ich gucke. Uiuiui. Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Also, das schaffen wir nicht. Du bist jetzt nicht in der kurzen Zeit, die ich jetzt noch frei habe. Oh no. Komm, einmal machen wir hier noch fertig. Würde ich sagen. Den Rest mache ich offscreen. Ihr habt das Prinzip ja verstanden. Also, ich muss 100 Leute in der Form kaputt machen. Und dann ein besonderes Video freizuschalten. Kann also ein bisschen dauern. So. Komm, den nächsten machen wir jetzt auch noch fertig. Aber wir können auch mal eben unsere Finisher aufbrauchen. So, Bums. Reicht das schon? Wenn ich mal so eine Musik. Was? Das reicht mal nicht. Ich glaub's ja nicht. Aber wir haben jetzt schon roten Balken bei uns bei der Finisher Aufladungsgedöns. Alter, wie viel es ein Finisher hergibt, ne? Das ist ein Traum. Ja, komm, wir brauchen noch eben alle. Das können wir noch eben machen. Ich schätze, meine Pedigree wird um einiges stärker sein als mein Dings hier. Mein Shining Wizard. Flash Magic, keine Ahnung, wer Ding hier heißt. Komm. Der nächste bitte. Wendy Orton! Da ist er doch. Kabums! Okay, wenn das so weitergeht, dann geht das schon recht schnell, ne? Also schneller als sonst. Ich sag mal, 15 bis 20 Minuten können wir hier trotzdem mitrechnen. Christian! Kabums! Von dem machen wir noch kaputt. Der hat einfach mal einen kompletten Finisher hergegeben, der Elbow Drop. Wie geil ist das denn? Ich liebe dich. Ernsthaft. Jetzt K.O. direkt. Zongs. Ja, sauber. Komm, wir machen nur bis 10. So viel Zeit muss sein. Da haben wir zumindest schon mal ein Zehntel mitbekommen. Oder ihr. Den Rest mache ich dann einfach. Fertig. Ist okay. Dann gucke ich noch, wie lange ich noch zusätzlich gebraucht habe. Dann gucke ich noch extra nochmal auf die Uhr. Das wäre richtig geil, wenn ich für jeden Finisher immer nochmal einen neuen bekommen würde. Ich dachte, was ist das denn für ein Piepen? Aber das ist die Musik von dem. So, und der letzte. Mit dem letzten Finisher auch noch aktuell. Danach muss ich erstmal wieder ein bisschen arbeiten, um einen Finisher zu kriegen. Wer ist das? Wer ist der nächste? Schoko! Ist im Endeffekt wirklich nur Fleißarbeit, ne? Ja, komm, einen können wir auch noch machen. Dann ist wieder den Finisher noch weg. Ist ganz lustig, ne? Weil es halt so Fleißarbeit ist. Man ist immer so ein bisschen auf wie bei World One, man weiß nie, wer als nächstes kommt, ne? Der Dicke. Der Mark Henry. Thierry Henry. Wenn ich jetzt noch einen neuen kriege, ne? Aber glaube ich nicht. Kapfums. Ah, war gar nicht so weit weg. So, okay. Gut. Hier höre ich jetzt auf, weil ich muss jetzt Essen machen.
Ja, ich hoffe trotzdem, die Aufnahme hat euch gefallen. Karrieremodus ist noch nicht zu Ende. Wir werden wahrscheinlich noch ein komplettes Jahr spielen. Ich freue mich, weil ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe richtig Spaß an dem Spiel. Dann läuft halt auch gut. Ne? Das sind recht entspannte Aufnahmen. Zwischendurch hat es zwar schon ein bisschen Spannung gegeben, aber es macht auch einfach Spaß. Ne? Also ich weiß, ich kann jetzt zumindest wieder nachvollziehen, warum ich früher die Spiele so viel gespielt habe. Ich werde auf jeden Fall jetzt in der Zwischenzeit offscreen den ganzen Scheiß hier machen. Also bis zur 100. Ne, KO. Werde da vielleicht mal kurz reinschalten beim 99. oder so und dann sagen, ey, ich bin jetzt soweit. Werde dann sagen, wie viel ich gemacht habe, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt mache ich erstmal Essen. Dann kommt Julia wieder, dann essen wir und dann machen wir Sachen. Nein, ich denke mal, ich werde das heute auf jeden Fall noch kurz reinschneiden. So dass ihr dann gleich neben Anschluss an meine Verabschiedung nochmal kurz sehen könnt, was wir dafür kriegen. Ich denke mal, wir können das zwar auch jederzeit angucken, aber für den Fall der Fälle, falls das nicht der möglich sein sollte, ne, dann bin ich zumindest schon mal gewappnet. Gut, ne? Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss, tschüss. So, Freunde, ich melde mich einmal kurz zurück. Wie versprochen, wie ihr es auch seht, ne? 98 KOs. Ich habe jetzt wirklich ziemlich genau von dem Standpunkt, wo ich aufgehört habe aufzunehmen, bis zu diesem Moment ziemlich genau eine halbe Stunde nochmal gebraucht. Ich habe aber auch eine ganz gute Möglichkeit gefunden, denn ihr seht, ich habe noch einen Finisher frei und mehr als, oder fast zwei Drittel, drei Viertel der Leiste oben gefüllt. Und zwar, während des Wartens auf den nächsten Gegner, ne, mache ich immer so Jubelsachen, weil die geben schon ordentlich was her, also so Taunts. Mache ich gleich auch nochmal kurz. Ich wollte nur hier noch was vorweg sagen. Ich habe mich jetzt zweimal komplett durch das Roster geprügelt, ne? Also wirklich, ich glaube zweimal wirklich absolut komplett, ne? Abgesehen von den Mädels natürlich. Aber alle Männchen Wrestler habe ich, glaube ich, kaputt gemacht. Außer Vince McMahon und alle, die eigentlich keine Wrestler sind, sondern, ja, ich sag mal eher hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Und, ja, okay, Ric Flair war auch dabei. Aber interessanterweise, die haben wohl variierende Stats, also nicht von Wrestler zu Wrestler. Die kann man ja leider nicht einsehen, was ich wirklich sehr schade finde. Sondern auch, ich habe jetzt zum Beispiel hier einmal Kurt Angle drin gehabt, ne? Den musste ich zweimal ein Pedigree verpassen, damit der auf der Matte auch liegen bleibt. Aber als ich ihn das zweite Mal begegnet habe, ist er direkt nach dem ersten K.O. gegangen tatsächlich. Sehr verwirrend. Was auf jeden Fall konsequent war, Taker ist immer direkt K.O. gewesen nach jedem Pedigree. Gut, würde ich sagen, machen wir den letzten noch eben fertig. Und dann was passiert, genau hier, wie ihr da oben seht, ich krieg da schon etwas dazu. Und mein zweiter ist auch noch voll. So, der letzte wird sein. Matt Hardy. Zwiebel Matt Hardy. Mal gucken, ob er K.O. geht. Ich bin gespannt. Oh! Nope, natürlich nicht. Super. Und bingo! 100, oh mein Gott! Ach, das ist dann sogar zu Ende. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Wie gesagt, nur ganz kurzer Einschnitt. Wahrscheinlich sehen wir jetzt vielleicht sogar schon das Video. Oh mein Gott, das ist doch mal echt ein Grund zu feiern. 100 Gegner besiegt, ne? In 30 Minuten. Auch wenn ich eine Banane querfressen könnte mit meinem Mund. Ich muss mir übrigens gar keinen Stress machen, ne? Julia musste länger arbeiten. Mhm. Die hat jetzt vor 2 Minuten Feierabend gehabt. Wir haben jetzt 15.47 Uhr. Congratulations on your achievement, winner Chuk Chui. The Divas Movie has been unlocked in Theater Mode. Und ich würde sagen, wir gucken uns das doch direkt mal an, oder? Ja, ist okay. So heiße ich auch im Wrestling Default. Da können wir auch in der Bestenliste so heißen. Ja, aber natürlich möchte ich gerne speichern. Aber natürlich auf Memory Card 1. Ich habe mir vorhin übrigens richtig geil die Pink Floyd The Wall Schallplatte angehört, ne? Als ich hier die Samurai Warriors Kacke abgeschrieben habe. Aber ich bin jetzt zu meinem Schluss gekommen, ich druck den Kack einfach aus, geht schneller. So, guck mal, wer auf Platz 1 ist. Ja, Hollywood Hulk Hogan hat mich auch noch einmal zu Weißblut gebracht, ne, weil er auch einfach nicht liegen bleiben wollte, genauso wie The Rock. Aber der Rest war Pillepalle. Kane habe ich gar nicht bekämpft, jetzt wo ich es gerade sehe. Aber von denen, die sonst hier sind, alle. Okay. So, wo haben wir den Theater? Da ist der Theater Mode. Okay, Superstars können wir freischalten. Warp and Dance Special Clips, Credits. Das wird das Intro sein. Die kann man durch Gewinne von Main, sag schnell, Großveranstaltungen, Pay-Per-Views freischalten. Werden wir, wenn wir ein komplettes zweites Jahr nochmal spielen müssen, auch machen. Und ich werde mich jetzt verabschieden. Ich werde das Video laufen lassen und danach direkt rausschneiden. Deswegen nochmal an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch dieser kleine Extra-Zusatz. Ich hoffe, bei Just Wing habe ich euch das komplett gezeigt. Aber das muss, glaube ich, nicht sein. Nee, nee. Also, ne, haut rein. Bis dann. Tschö, tschö. Music, play that new music, move it to
sorry, ich muss mich doch einmal ganz kurz zurückmelden. Ich wollte nur sagen, ich bin überrascht über die Länge des Videos. Also ich meine, dafür, dass wir jetzt eine halbe Stunde investiert haben und dafür trotzdem über eine Minute Unterhaltung bekommen haben. Also zumindest für die Männer, ne? Ja, nee, im Endeffekt, klar, das ist natürlich was für notgeile Säcke. Wahrscheinlich am schwierigsten zu kriegen, oder was heißt am schwierigsten zu kriegen? Ich war ja so bekloppt und hab auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, ne? Ist mir mal so bei Nummer 60 aufgefallen. Ja, so bescheuert war ich. Ja, aber ist halt ganz nett. Doch, kann man so sagen. Gut, Freunde, ne? Also, das war's jetzt wirklich. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.